Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Grounded. Ich habe jetzt mal was vorbereitet und zwar Folgendes. Ich habe jetzt hier den zweiten, mein zweites Café fertiggestellt, ja. Bei den Stühlen und bei dem Tisch brauche ich nur noch Ameisenbrocken, davon habe ich leider keine mehr. Dann war ich fleißig ohne euch ein bisschen Blaubeeren farmen und habe hier oben das Ding, hier die Platte, die ich hatte, die Plattform, habe ich weggehauen. Mir gefiel es einfach nicht, ja. Ich werde hier garantiert einige Umbauarbeiten vornehmen, wenn man es so will. Dann habe ich ohne Ende Aufgaben erledigt von Burgle. Wie ihr oben seht, habe ich schon wieder eine bekommen mit Blattlaus und Samtmilbe töten. Okay, das mache ich dann halt im Laufe des Spiels sozusagen. Und ansonsten habe ich nämlich, und jetzt kommt's, ich habe hier oben die 6000 zusammen. Das heißt, ich kann mir endlich diese Wände kaufen. Die Glühwürmchen habe ich bis heute nicht entdeckt. Ich weiß nicht, wo die von Obsidian hingemacht wurden. Ich habe keine gefunden. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung, meine Lieben. So, aber den Bauplan sozusagen für diese runden Wände und Böen wollte ich mit euch zusammen machen. Jetzt renne ich hier einfach durch, egal ob ihr spinnt oder nicht. Ach, Ameise. Oh Gott. Ja, was machst du denn hier? So, ich tausche gegen etwas pure Wissenschaft. So. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier ist es. Ein solider Boden kann man auch als Decke nutzen. Ein solider Boden kann man auch als Decke nutzen. Okay. Dann ein solider Boden kann man auch als Decke nutzen. Okay. Ein stabiler Verteidigungswall. Ah. Das ist die Palisade, nehme ich an, ne? Ein stabiler Zaun aus Eichelschalen. Oh, es gibt ja auch runde Dingsen. Okay. Kaufe ich. So, jetzt bin ich zwar wieder arm, aber ich hab's. Komm, Ameise. Ach, da unten sind auch noch welche. Ihr habt euch leicht verlaufen. So übersetzt ist es leider noch nicht so wirklich, ne? Hier steht die E251 Buildings. This is not German. Aber nicht schlimm. Man sieht ja anhand der Bildchen, was es ist. Na du. Ich muss auch unbedingt mehr Mahn sammeln. Ja, Mahnhaut und so weiter. Oh, cool. Die runden Wände. Und jetzt habe ich Lust, meinen Turm kaputt zu machen. Ach, schön. Okay, so mal. So, das nehme ich mal mit. Beziehungsweise... Ah ja, okay. So, komm. Ich habe nämlich was vor mit euch. Ich nehme das jetzt mal mit. Nach unten. Achso, kann ich das jetzt irgendwo hinstellen? Ja, hier. So, denn ich möchte auf jeden Fall... Oh, es geht unter. Krass, okay. Das erinnert mich so ein bisschen, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Titanic, ne? So, ich möchte einfach mal gucken. Ja, das ist jetzt ein bisschen Ressourcenverschwendung, aber hey, egal. So, da haben wir die ganzen neuen Sachen. Guckt mal. Dreieckstängel. Dingsen in rund. Ach so. Kann man das hier drehen? Tatsächlich. Ah, okay. Das ist ein runder Boden. Und was ist... Ach so, das ist die andere Richtung. Ah, ich verstehe.
Dann haben wir das noch mal als Gras. Okay, als Holz geht es aber nicht, so wie es aussieht. Ach so, das sind ja die Böen. Ja, wir haben ja noch keine Holzböen. Warum haben wir eigentlich keine Holzböen? So, jetzt geht's hier weiter. Eine solide Mauer, die Insekten draußen hält. Wie alle Gebäude kann es durch Angriffe beschädigt werden. Okay, das ist einfach nur die Graswand. Das ist die stabile Graswand. Das ist die stabile Graswand mit Fenster. Gibt's die stabile. Die Graswand mit Fenster gibt es aber nicht, ne? In Rund. Egal. Dann haben wir einmal, ne? Unkrautstängel, stabile rustikale Mauer. Und die haben wir dann auch nochmal mit Fenster. Und das ist das Palisadenteil. Okay. Ja, cool. Weiter ist nichts, ne? Ach so, ja, wartet. Nicht ganz, nicht ganz. Hier müsste ja auch noch was sein. Hier bei den Zäunen, genau. Guck mal. Die gibt es natürlich jetzt auch in Ründer. Cool. Auf jeden Fall gefällt mir. Ach, Freu. Gut, dann werden wir gleich mal, ne? Aber irgendwie sieht die hier anders aus. Ist eine Zweier? Ach so, das ist eine Dreier. Ah, ist doch eine andere. So, jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Ah ja, okay. Ich verstehe. Das ist eine, wo dann in der Mitte das offen wäre. Aha. Ja, cool. Das sieht doch irgendwie gut aus. Habe ich die hier jetzt auch weggehauen? War das hier? Ich glaube, ne? Wenn Fanny alles zu schnell wegmacht, dann ist doof. So, ich gehe auch gleich ins Bett. Oh, schön. Okay. Ja, jetzt hätte man von Anfang an natürlich wieder anders bauen müssen, wahrscheinlich, aber. Dann nehmen wir noch das hier schnell weg. Und das. Ach so, hinsetzen. So, 8 Stück brauche ich noch. Dann kriegen wir 5. So, dann bräuchte ich noch 3. Und dann haben wir es. Irgendwie hat das was. Irgendwie ist es cool. Es sieht irgendwie komisch aus. Aber okay, gut. Ja. Ja. Okay. Na gut. Ja, man hätte das von Anfang an wahrscheinlich anders bauen sollen. Aber gut, jetzt so ist es halt, ne? Gut, dann packe ich das Ding jetzt wieder nach draußen. Genau. So, dann gehen wir jetzt schlafen. Ach so. Ready to hit the sack. Okay, so, dann zeig mal her, was du zu futtern hast. Ja, es läuft auch bald ab.
Egal. Dadurch, is the key to dass ich so viel töten musste an Blattläuse und so weiter, habe ich natürlich jetzt umso mehr Fressen gehabt. Fressen vor allem. Ich bin ja kein Tier. Fanny, du bist kein Tier. So, jetzt zeige ich euch noch etwas. Und zwar, da seht ihr das auch schon, wir laufen jetzt mal, nein, wir laufen nicht da hoch, wir laufen jetzt erstmal hier. Hier hoch. Guck mal, ich habe hier schon mal ein bisschen was gebaut. Ja, ich habe, aha, da ist die Wolfsspinne. Das Mistvieh. Oh mein Gott. Wartet mal. Weil die habe ich so selten. Achso, erstmal. Das ist so geil, die Optik. Die ist so cool. Nein. Das war schon richtig. So, ich wollte jetzt mal die Wolfsspinne mal fotografieren hier. Weil die ist so selten, finde ich. Boah, ist die krass. Das ist doch eine Vogelspinne, oder? Ist doch eine Gattung der Vogelspinne, die Wollspinne. Was meint ihr? Boah, ist die böse. Die ist so böse. Ich mach einmal so. Und einmal so. Boah, ist die böse, ey. Guckt euch das mal an. Oh, ich könnte jetzt 1000 Fotos schießen. Kommt man da eigentlich auch unten durch? Oh, guckt. Oh, ist das böse. Das ist so übel. Guckt euch das mal an. Oh, da wird einem ja ganz anders. Gut, also. Jetzt weiter im Text. Genau, das wollte ich jetzt hier abgerundet haben. Oh, guck mal. Oh, jetzt geht die an meinen Saft oder was? Boah, ist ja widerlich. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich weiß nicht, sollte ich die mal probieren? Ich meine, ich habe doch meinen Pfeil und Bogen. Ich habe 50 Pfeile. Oh Gott, jetzt kommt auch noch die andere Spinne. Lecco mio. Achso. Scheiße. Wartet mal. Hey, hau doch nicht ab. Ich bin hier. Ey, die backt sich, ne? Die backt sich wieder. Okay. Jetzt ist er weg. Verdammt. Meine Pfeile auch. Gut. Ach ja, grobe Seile brauche ich ja dafür. Ich traue jetzt der Spinne nicht, ne? Das hatte ich hier schon mal. Ich brauche sowieso deine Brocken. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Weil wenn die jetzt da war, dann ist die irgendwann auch wieder hier bei mir.
Aber irgendwie sieht das komisch aus, oder? Die Form? Irgendwie sieht die Form komisch aus. Ich kann mir nicht helfen. War was? Oh Gott, was ist denn hier los heute? Ich überlege gerade, meine Lieben. Ja, ich lasse es so. Ist schon in Ordnung. Glaube ich. Scheiße. Ist es in Ordnung? Weil ich habe hier auch schon eine Leiter runtergebaut. Guck mal. Cool, oder? Irgendwie scheint mir das schon ein bisschen zu groß. Aber ich brauche den Platz. Glaube ich. Und schon merke ich wieder, dass ich unzufrieden bin. Und ihr auch, oder? Okay, Ich muss mal ganz kurz was gucken. Boah, Spinne, geh bloß weg. Wenn du auch immer hier in der Nähe bist, geh weg. So, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz, um das einfach mal zu veranschaulichen. Also. Jetzt sieht man das wahrscheinlich nicht so gut. Okay, wenn ich das jetzt so mache. Das so. Nee. So, und jetzt wieder drehen. So. So. Jetzt sieht das beschissen aus. Jetzt müsste das eigentlich so lang. Ach so, nee, wartet. Das war falsch. Ah, ja, Moment. Ich mach die Blaupause gleich wieder weg. Ja, das ist jetzt nur einfach, um zu gucken wegen der Größe. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Treppe bauen würde. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Ich würde jetzt die Treppe bauen. Und zwar hier rauf. So macht man die Planung heutzutage. Ja. Dann brauche ich jetzt den runden Dings hier als Gras. So. Und dann würde die nächste Treppe... Kann man denn da gut drauf laufen dann? Ja, oder? Und wenn ich dann eventuell die Wendetreppe nehme... Wo waren die Wendetreppe nochmal? Die war bei der Treppe, ne? Die Wendetreppe, die Eichel-Wendetreppe, die hat ganz schön viel Ressourcenverbrauch, aber... So, wartet mal, ich muss die jetzt drehen. So, ne? Ja, obwohl da eine Lücke ist. Nee, das schließt jetzt irgendwie nicht ab, oder? Richtig. Die Wendetreppe. Guck mal, da ist so eine Lücke.
Jetzt kriege ich die aber nicht raufgesetzt. Nee. Okay, wartet mal. Ich mache jetzt nochmal ein Grasbohnen da drunter. Genau. Und mache dann die andere Treppe nochmal. So. Okay. Ja, würde dann eigentlich ausreichen. Denke ich. Weil wenn man sich jetzt das denkt, ne? Jetzt machen wir hier mal auf dem Boden hier mal ein paar Blaupausen. So, komm. Ja. Achso, wartet. Können wir ja gleich weiter spinnen. So. So. Und. So. Genau. Ich muss es einfach jetzt mal gesehen haben. Ja, das ist. Quatsch. Was mache ich denn? Ist doch ein Bohnen. Graswand. So. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal dahin. Ach so, jetzt brauchen wir hier noch eine Tür, ne? Wartet. Wenn schon, denn schon. Wo ist denn die Tür? Grasbohnen, Graswand. Ach hier, Grastür. Okay, so pass mal auf. Jetzt kommen wir hier so rein. Ja, eigentlich reicht es so, glaube ich, von der Größe. Okay, was ist, wenn man eigentlich... Oh, war ja, ich weiß, ich habe überzogen schon. Was ist aber eigentlich, wenn man... Okay. Wenn man jetzt einfach mal... Achso, habe ich doch. Ah ja. Aber theoretisch... Warte mal. Theoretisch... Oh, ja, okay, nicht schlimm. Kann man ja richtig... richtig abstrakte Sachen machen. Krass, Mann. Jetzt kann man hier richtig... Okay. Naja, also theoretisch könnte man jetzt... Weil da schließt es irgendwie nicht ab, ne? Habe ich da was falsch gemacht? Guck mal. Seht ihr, da kommt es nicht ran. Ach, hier, jetzt? Nee. Ha, egal. Jedenfalls kann man auch richtig so komische Häuser bauen. Ja, gut. Alles klar. Ups.
Sophie. Ich lasse es mal einfach nur als Blaupause hier liegen, ja? So, und in der nächsten Folge werde ich mal gucken, dass ich das denn hier oben umgesetzt habe. Ja, genau das, was ich jetzt hier als Blaupause sozusagen gemacht habe. So, Spinne, bleib bloß weg von mir. Ich finde das denn nicht witzig, wenn du jetzt kommst. Ups. Ja. Also theoretisch. Ach ja, theoretisch. Genau. Ich werde sehen. Okay, meine Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Und ja, ich finde es total spannend, dass sich Leute, die sich meine Videos angucken, auch denn das Spiel kaufen. Mensch, hätte ich das gewusst, ja, dann hätte ich dafür Werbung gemacht und dann Geld verdient. Nein, kleiner Spaß, alles gut. Ich finde es ja schön. Ich finde es schön, dass man durch einen Menschen, durch einen anderen Menschen, den man noch nicht mal kennt, ja, irgendwie inspiriert wird, ein Spiel zu kaufen. Das finde ich richtig klasse. Also, mit dahin, genau. Also, lasst es euch gut gehen. Spielt fleißig weiter, Grounded, ja, für die, die es selber auch spielen. Seid kreativ, denn ich bin es momentan irgendwie nicht so wirklich. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, bye bye.